Herzlich willkommen. Es geht nach einer kleinen Pause weiter mit den Topspielen. Ja, wir haben uns kurz gegen Hoffenheim ausgetobt und jetzt dürfen wir uns in Gladbach wieder austoben. Ja, mit dem Sieg hier würden wir natürlich einen Riesenschritt Richtung Europa am Ende machen. Christian Streich hat uns auch bisher schon sehr gelobt, hat gesagt, ja, der macht einen tollen Job da, bla bla bla. Ne? Finde ich an sich auch ganz nett. Aber kann natürlich auch ein Psychospiel sein. Und deswegen gehen wir da gerne drauf ein. Ne? Weg mit dem. Wir konzentrieren uns auf uns. Sanchez war nämlich im Team of the Week und das möchte er jetzt wiederholen. Ja, mehr gibt es nicht zu sagen. Wir spielen im 4-2-3-1. Wir ziehen Player vor auf die 10. Der hat hier was offen gegen seinen Ex-Verein. Die Gladbacher sind jetzt auch nicht schlecht in Form in letzter Zeit. Deswegen müssen wir uns da doppelt anstrengen. Plus in Gladbach, im Borussia Park. Aber wenn man da gewinnt, dann gehört man auch nach Europa. Lege ich mich jetzt mal fest. Ne? Bis gleich, Freunde. Also die Gladbacher gehen, wahrscheinlich gehe ich von aus, im 4-4-2 ran, im klassischen Streichsystem. Deswegen müssen wir natürlich den Ball in die Hand nehmen und ein gutes Spiel abliefern, hinten gut stehen. Mit Malik Tillmann und mit Timothy Weah müssen wir auf jeden Fall aufpassen. Da könnte das vorne doch ziemlich gefährlich werden, aber an sich, ja. Die haben schon einen guten Kader, muss man schon sagen. Die haben einen Europa-League-Kader, würde ich mal sagen. Wir haben halt den Champions-League-Kader mit Björkan, Sanchez, Uremovic, Castillo, Altay. Dann auf der Doppel-6 Dardai, Lukstein. Lukstein bekommt wieder die Chance, hat ein super Spiel gemacht das letzte Mal, deswegen Torreira erstmal auf der Bank. Davor Plea, wie gesagt, den ziehen wir noch vor auf die 10. Mecca auf Außen mit Podence und Velis vorne drin. Und auch unsere Bank sieht richtig sexy aus. Ich würde sagen, auf geht's. Wir holen uns die Revanche gegen Gladbach. Und wie ist es Ihrer Mannschaft gelungen, in letzter Zeit auswärts so eine, ja, harte Arbeit, klar. Nach der beeindruckenden Leistung wollen Sie sicher, dass wir das wiederholen? Ich würde sagen, wir wollen immer gut spielen und unser Bestes geben. So einfach ist es. Und da seht ihr die Gladbacher Aufstellung. Tillmann und Ware, das sind die beiden, auf die wir aufpassen müssen. Spezielle Anweisungen gibt es aber erstmal nicht für irgendeinen Spieler. Das, ja, weiß ich jetzt nicht. Habe ich noch nicht gesehen. Wir werden aber Plea gleich mal vorziehen. Der darf da vorne frei wirbeln. Mit vier Offensiven. Dafür Lukstein. Und Dardai, klar, kommt ein bisschen mehr Defensivarbeit auf die beiden zu. Aber auch das kriegen sie hin. Collado geblockt. Björkan, Plea, Altay raus. Und Knoche gewinnt das Kopfballduell. Erstmal gegen Velis. Da im Mittelfeld lassen wir sie auch die Kopfbälle gewinnen. Im 16er gewinnt sie halt dann Velis. So, und Gladbach legt gleich mal los mit einer Ecke. Sanchez, mit dir, wird geklärt. Gut, so, hier hätte ich natürlich wieder gerne die Bundesligaspiele. Robin Hack bringt Bielefeld in Führung. Gibt es da jetzt nochmal ein Comeback? Sind sie jetzt 6 Spiele vor Schluss nochmal aufgewacht nach dem Sieg gegen Freiburg? Vielleicht jetzt auch nochmal gegen Mainz, das wäre es ja. Das wäre es ja. Und auch Braunschweig führt. Och nein. Och Daniel, Bruder, doch nicht in dem Spiel. Bitte doch nicht in dem Spiel. Bist du auf den Kopf gefallen, Junge? Oh. Ja, was soll man dazu sagen, Freunde? Was soll man dazu sagen, hä? Hey, Daniel Podence, Alter. Zwischen Genie und Wahnsinn, der Junge. Egal, wir spielen trotzdem weiter so, lass uns hier aber ein bisschen eher fallen. Ich glaube, die Anpassung machen wir. So. Und jetzt muss man natürlich sagen, sind wir mit einem Unentschieden sehr zufrieden. Na gut. Na gut. So, hier habe ich eigentlich Deutschland eingestellt. Danke. Na, Hannover liegt immerhin auch hinten, das ist gut. Da könnte Leipzig natürlich gerne gewinnen, aber Gladbach scheint bisher auch nicht so wirklich Kapital aus der Situation schlagen zu können. Sanchez, oh. Puh, also so wird es uns jetzt noch über 60 Minuten gehen. Na gut. Plea dann wahrscheinlich auch nicht der Richtige, wahrscheinlich werden wir da dann Rooney bringen, als Tripler halt, der auch mal so ein Spiel dann allein entscheiden kann. Plea wird da jetzt ein bisschen in der Luft hängen, wahrscheinlich das Spiel. Ja. Lukstein. Ja, da wird dann auch eher Torreira reinkommen, gehe ich von aus. Gucken wir mal. Collado ist einer für Altay.
Oh, ein Mecker. Ein Freistoßtor. Oh mein Gott, das war ein sehr guter Freistoß. Hätte ich ihm gar nicht zugetraut. Luis Maximiano kratzt ihn da aus der Ecke. Vielleicht jetzt eine gute Ecke von uns. Nee, schon wieder kurzer Pfosten. Warum immer kurzer Pfosten? Das verstehe ich nicht. Naja, gibt doch mal eine Ecke. Martin Dardai. Vielleicht diesmal in die Mitte oder langer Pfosten. Ja, und wird doch gleich gefährlicher, oder nicht? Björkan. Können wir den nochmal heiß machen? Hier vor der Halbzeit. Lukstein. Dardai bleibt hängen, holt ihn zurück. Lukstein, Björkan raus. Im Dribbling. Lukstein mit Platz. Wieder für Björkan. Und der zieht in die Mitte. Aber das Passspiel war nicht gut. Schade. Timothy Ware. Castillo verliert da Sanchez ein bisschen aus den Augen. Aber wird jetzt wahrscheinlich in die Halbzeit gehen. Ja, mit einem 0-0. Wird doch noch nicht wirklich gefährlich. Das ist gut für uns. Aber wir müssen natürlich auch sehr, sehr aufpassen hier, dass die nicht gefährlicher werden. Bisher ist es eine gute Leistung. Ihr macht es gut mit einem Mann weniger. Aber wie gesagt, Player geht nicht gegen ihn, sondern wir brauchen da einfach Jungs, ja, die dribbeln können, die sich auch selber Chancen kreieren können. Lukstein geht auch überhaupt nicht gegen ihn, aber ein Torreira ist da vielleicht doch nochmal wichtiger. Gerade jetzt in so einem Spiel. Und dann machen wir einen Doppelwechsel zur Halbzeit und gehen dann einfach mal so weiter rein. Gucken wir mal, was Halbzeit 2 bringt. Vielleicht eine gute Einzelaktion von uns und wir können hier sogar überraschend in Führung gehen. Rooney nicht auch noch die rote Karte. Jetzt ist aber Schluss. Okay. Ein kleines Respektsfoul, dass der Gegner weiß, das wird nicht schön gegen ihn zu spielen. Das ist das Wichtige. Und ja, die Gladbacher sind noch topfit, nicht so wie unsere Jungs. Kondition durchaus ein Problem bei uns. Torreira raus für den Mecker. Gladbacher kriegen das aber geklärt. Und jetzt müssen sie halt mit zurückarbeiten. Weigel, Collado, Scully. Scully, Collado. Und da ist es 1-0. Ja, kann man nichts machen. Da kann man nichts machen, da waren extreme Lücken, weil wir halt ausgekontert wurden. Selber tief stehen und dann stimmt die Zuordnung auch nicht wirklich. Gladbach stimmt da gefühlt mit 6 Leuten und wir verteidigen nur mit 4. Und jetzt müssen wir aber mal aufpassen, dass es hier jetzt nicht gleich zum 2-0 kommt. Jungs! Na, der war aber abseits. Timothy Ware war abseits. Oh, okay. Naja, gut, das ist halt natürlich dann mental wieder Schrott, der Doppelschlag hier. Gut. Sollen wir machen, dann kann man das Spiel eigentlich auch schon. Noch mit Benzebaini. Also Podence hat uns da einen riesen Dienst erwiesen mit der roten Karte. Ja, man begreift ihn nicht. Da wird er einmal im Monat bester Spieler. Also bester Offensivspieler der Liga und dankt es dann quasi schon wieder mit so einer roten Karte. Ich verstehe es nicht. Guter Ball hier, Timothy Ware vorbei. So, wir werden wechseln. Wir bringen Genusch für Björkan. Bringen Mauser und für Dardai. Und Bayer für Castillo. So. Neue Kräfte. Um einfach hier nochmal, ja, das Spiel zu überstehen mit einem 2-0. Wäre ganz gut. Und warum das hier dauernd ändert? Ach, FM, bitte. Lass mich doch hier einfach zu. Bielefeld 4-1. Bielefeld 4-1 in Mainz. Da wollen sie jetzt auf einmal doch wirklich noch den Klassenerhalt. Fällt ihnen zwar ein bisschen spät ein, aber gut. Nicht schlecht. Das Einzige, was mich jetzt echt abfuckt, ist einfach, dass Gladbach an uns vorbeizieht. Ne? Das kann ich halt gar nicht gebrauchen. Naja, Collado, hinten rum, Friedrich. Das werden wir jetzt nicht ändern können. Da können wir nur bei Daniel sagen, Dankeschön, mein Lieber. Ngumu, Kompos. Also ich sag mal so, wenn ich das Spiel so sehe, wie wir zu 10 gespielt haben und wie ungefährlich Gladbach war bis dann zu dem Gegentor, muss ich sagen, dass wir hier heute wahrscheinlich was Zählbares geholt hätten. Und dann ist es umso ärgerlicher. Naja.
Menka klärt den nochmal. Netz. Oh, darf da einfach durchmarschieren, Sanchez. Boyado, bringt er den nochmal? Ja, ist einer für Arteta. Gut. 2-0 geht's ja auch. Oh, vielleicht nochmal ein 2-1. Schauen wir mal. Ne, wir machen das Zeitspiel. Ja komm, macht ein 2-1, dann sieht es nicht so schlimm aus. Macht wenigstens noch ein Tor, Jungs. Mecker, Bruder, das Spiel ist eh vorbei. Sanchez nochmal. Okay, sehr, sehr schade. Sehr, sehr schade, Daniel. Das Ding geht auf dich. Ich bin stolz auf den Einsatz von Jungs, aber natürlich nicht auf Daniel. Das ist, glaube ich, klar. Müssen wir mal ein erstes Wörtchen mit ihm reden. Ne? Das sind aber immer diese Problemkinder, ne? Die hast du überall. Da läuft's einmal gut und dann aus dem Nichts, ohne Sinn, kommt sowas. Es gab ja überhaupt nicht mal die Möglichkeit, an den Ball zu kommen, ne? Keiner weiß, warum er den da so weggehauen hat. Das war ein Tag, an dem er lieber im Bett bleibt, ja? Das heißt, nee. Das bringt uns nicht aus dem Konzept. Wir sehen uns gleich. Hoffentlich hat die Konkurrenz nicht viel gemacht, Freunde. Und da haben wir die Ergebnisse vom Wochenende. Schauen wir mal, oder hoffen wir mal, dass die Konkurrenz nicht viel Gutes gemacht hat. Hoffenheim gewinnt zumindest 2-0 gegen Stuttgart, macht damit den Abstiegskampf nochmal spannender und ist für Bielefeld nochmal deutlich schwieriger, weil bei denen ist durch. 12 Punkte, die müssen jetzt alles gewinnen, Hoffenheim dagegen alles verlieren. Nee, kannst du wegschmeißen. Das war's mit Bielefeld, auch wenn da jetzt nochmal 2 Siege in Folge geholt wurden zum Ende der Saison. Dann Union mit einem 0-0 gegen Bayern. Ist für Union ganz gut, für Bayern nicht so gut, aber reicht für die Meisterschaft. Wobei, die sind schon lange davor Meister geworden, glaube ich. Ne? Dann Bielefeld mit einem 4-1, das ist sehr überragend. Der Sean Redan, der hat jetzt auf einmal Bock. Na gut. Schauen wir mal, vielleicht holen wir den zurück. Was? So, wir verlieren durch Daniel Podenz. Leider, Augsburg gewinnt 3-1 gegen Braunschweig. Leipzig gewinnt 3-1 gegen Hannover, das ist gut für uns. Leverkusen gewinnt gegen Frankfurt, das ist nicht so gut für uns. Und ja, Wolfsburg mit dem Unentschieden, das ist super. Dortmund gewinnt, mein Gott, vor Dortmund kommen wir dann halt nicht mehr. Dafür aber, ja, bleiben wir zumindest mal auf einem europäischen Platz, aber auch nur mit 2 Punkten Abstand. Auch nur mit 2 Punkten Abstand. Das ist nicht so gut. Es muss, ja. Ich würde mal sagen, wir spielen das nächste Spiel, ist das Derby. Und dann können wir mal so einen Vergleich anstellen, ne? Dass man mal guckt, okay, wie ist der restliche Spielplan? Es sind halt 1, 2, 3, 4, 5, 6 Mannschaften, die da unmittelbar beteiligt sind. Wenn man so will, vielleicht sogar noch Leipzig, aber das ist eher weniger. Sagen wir mal hier bis Dortmund, 6 Mannschaften, die noch um 1, 2, 3, 4, vielleicht 5 Plätze kämpfen. Na gut. Freunde, dann würde ich sagen, wir sehen uns morgen im Derby. Ab geht's nach Union. Also zu Union. Ne? Die alte Försterei wird mal wieder auseinandergenommen. Ich hole unsere Ultras und dann ist das Stadion blau. Fertig.